Was mich am meisten aufregt, ist die Tatsache, dass Sie sich das da alle so einfach gefallen lassen. Dass Sie da sitzen als CDU-Landtagsabgeordnete. Nee, Herr Kollege, das will ich jetzt gerne zu Ende führen. Dass Sie da sitzen und in der letzten Legislaturperiode kein Tag vergangen ist, dass nicht ein CDU-Landtagsabgeordneter meinen ehemaligen Staatssekretär oder mich bedrängt hätte, um zu sagen, kann nicht unsere Landesstraße noch schneller und direkter und geht es nicht irgendwie schneller? Und jetzt sitzen Sie da, nehmen die Kürzungen hin und sagen nichts dazu. Was sagen Sie denn Ihren Kolleginnen und Kollegen in den Kreis- und Ortsverbänden zu Hause? Ich weiß, was ich gebe Ihnen mal einen Tipp, ja? Sagen Sie denen an Ihrer Basis, die sowieso nicht verstehen, warum Sie mit den Grünen gemeinsam regieren. Sagen Sie denen einfach, mit Buchholz wäre das nicht passiert. Herzlichen Dank. In den letzten 15 Monaten hat das Land gerade einmal drei weitere Landesgebäude mit einer PV-Anlage ausgestattet. Und ich nehme nicht an, dass der Denkmalschutz schuld war, dass es nur drei waren. Immerhin sind jetzt stolze 4,4% der landeseigenen Gebäude mit PV-Anlagen versehen. Ich finde, das ist wirklich schwach. Aber der Vormarsch der Rechtspopulisten ist auch kein Naturgesetz. Das beste Rezept gegen Populisten und Extremisten ist meines Erachtens, wenn die demokratischen Parteien ihren Job besser machen und konstruktiv die Probleme lösen, die die meisten Menschen umtreiben. Die etablierten Parteien sind mehr denn je gefordert, die AfD durch einerseits klare Kante und andererseits durch Lösungskompetenz das Wasser abzugraben. Wir sollten die Baubranche durch den Abbau von bürokratischen Vorschriften und Anpassung der Rahmenbedingungen endlich entlasten. Und hier hat sich der Bund übrigens mit dem Wachstumschancengesetz auf den Weg gemacht. Und hervorzuheben ist hier die Einführung einer degressiven Abschreibung, hört, hört, fürs Wohngebäude. Und hier ist es ehrlich gesagt ein ziemlicher Skandal, dass die schwarz-grüne Landesregierung mit ihrer Blockadehaltung im Bundesrat diese wichtige Entlastung für die Wohnungsbauwirtschaft und unser gesamten Mittelstand zu verhindern versucht. Und so geht es nicht, Herr Günther. Ich glaube, wir wissen oder ahnen spätestens seit New Hampshire, dass es wieder ein Duell Biden-Trump geben wird, vermutlich. Und ich würde heute keine Wetten abschließen, wie das am Ende ausgeht. Das heißt, auch die Frage, ob die Vereinigten Staaten von Amerika weiterhin Schutzmacht von Europa sein werden, uns verteidigen im Zweifelsfall. Dahinter würde ich im Moment ein großes Fragezeichen machen. Deswegen muss Europa erwachsen werden. Es muss in der Lage sein, sich selbst verteidigen zu können. Was tun wir im Bereich des Binnenlandtourismus? Wir suchen nach den Schwerpunktregionen. Meine Güte, wir wissen doch alle, wo die Schwerpunktregionen dafür sind. Wir wissen, dass die Holsteinische Schweiz und die Region Schlei und vielleicht noch ein bisschen die Eider-Treene-Sorge-Region die zentralen Binnenland-Hotspots sind, die wir haben. Ich bedauere sehr, dass uns, ehrlich gesagt, im Tourismus in diesem Lande der Drive abhanden kommt. Ich erwarte, dass Sie im Haushalt die fehlenden 500.000 Euro für die Umsetzung der Handlungsfelder hinterlegen, sonst sind all diese Bekenntnisse zur Tourismusstrategie nichts mehr als Makulatur.